Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu Beholder. Ja, die letzte Folge, da ist einiges passiert. Ja, wir haben eine Bombe entschärft und wir haben unseren ersten Mord begangen. Und ja, das Ministerium hängt uns auch mittlerweile ganz schön in den Hacken, denn da wird bald eine Beurteilung stattfinden. Und da müssen wir natürlich versuchen, so gut wie möglich auszusehen. Wir konnten leider keine Bestechung in dem Sinne machen, weil wir einfach zu wenig Reputation und Knete haben. Von daher werden wir jetzt ein paar Aufträge erledigen und mal gucken, was wir anstellen können. Und nicht wirklich, oder? Es ist verboten, ausländische Salz zu besitzen. Und es ist illegal, eine Gummiente zu besitzen. Ist das euer Ernst? Eine Gummiente? Okay, wir müssen jetzt erstmal 5 Berichte verfassen. Ich würde sagen, da kümmern wir uns zuerst mal drum. Jetzt gucke ich mal aber vorher hier rein, weil da habe ich... Ah, ist nur Tabak drin, okay. Dann werden wir mal ein paar Berichte hier verfassen. Okay, dann können wir einen Bericht schreiben. Ich glaube, über Alois Spack haben wir noch nicht wirklich viel geschrieben. Ach, stimmt, Bericht über... Nein, ich wollte bestimmt ein Profil und keinen Bericht. Das steht hier nämlich manchmal komischerweise falsch drin, warum auch immer. Wohnt alleine, Beruf ist er Arzt. Und dann ziehen wir das hier nämlich alles mal rein. Senden. Jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir nämlich 1 von 5, ja. Das ist nämlich entweder falsch übersetzt oder keine Ahnung. Ja, über ihn wissen wir gar nichts. Außer, dass er Bücher liest. Das ist schlecht. Da müssen wir nochmal in die Wohnung rein. Okay, bei ihr müssen wir auch noch mal rein, weil das haben wir, glaube ich, schon rausgeschickt. Bei ihm auch. Okay, über Gerda Birkenfeld können wir aber schon mal einschreiben. Gerda Birkenfeld lebt in Wohnung. Welche Wohnung ist denn das? Wohnung 6. Weiblich. Ja, lebt ja jetzt allein, weil ihre Mutter ist ja tot. Arbeitslos. Zack und zack. Senden. Wir könnten die eigentlich auch... Wisst ihr was? Was sollen wir mit der blöden Troller? Die hat hier sowieso Sachen, die illegal sind. Ja, da Birkenfeld in Wohnung 6. Verstoß gegen... Also Bücher sind 60,53 und da waren irgendwo doch die Münzen. Wo haben wir die denn jetzt? Ich glaube, die waren 60,43. Tja, komm, machen wir 60. Ja, was nehmen wir denn? Ich glaube, ich nehme das Buch. Vielleicht kann ich mich die Münzen nehmen und dann verkaufen. Das heißt, wir nehmen... Ach so, ja, das ist für die Bestattung von unserer Frau. Mann, ey. Ja, unsere ganze Familie ist ausgelöscht. So, das ist von 12. Zack. Und senden. Damit hätten wir die nämlich auch schon mal von der Backe. So. Er zu Hause. Für die Bestattung. Ah, jetzt müssen wir auch. Ich dachte, unser Sohn ist vor unserer Frau gestorben. Okay, da ist keiner drin. Machen wir mal die Tür auf. Dann gucken wir mal, was der hier drin hat. Weil irgendwas müssen wir doch über den finden. Das war knapp. Das war sehr knapp. Ich dachte nämlich, der wäre gerade auf der Arbeit. Puh.
Über sie müssen wir auch noch was rausfinden, aber die ist die ganze Zeit zu Hause. Das ist natürlich nicht so geil. Wir haben ja jetzt erst 2 von 5 Berichten. Genau, dreht sie raus. Okay, den Typen können wir eigentlich nicht gebrauchen. Können wir die Tür jetzt noch aufschließen? Das wäre cool. Wenn wir hier noch die Sachen klauen könnten. Oh. Okay, warum hat der uns da jetzt rausgenommen? Hä? Was macht er denn jetzt? Klauen sie etwa? Ein Bußgeld. Diebstahl ist inakzeptabel. Da es sich um ihr erstes Vergehen handelt, wird ein Bußgeld von 5.000 fällig. Aber wenn sie ein weiteres Mal dabei erwische, gibt es Ärger. Wie haben die denn mitbekommen, dass wir hier geklaut haben? Okay, ich hätte natürlich auch warten können, bis die blöde Kiste hier draußen steht. Aber ich wollte halt die Münzen. Ach, die Münzen sind hier aber, das ist gut. Der Typ steht auch noch hier. Dann können wir nämlich bei dem die Sachen schon mal verkaufen. Handeln. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Das ist eine ganze Menge, was wir nicht brauchen können. Wow, da können wir 10... Alter Schwede, damit hätten wir das Geld für Patrick gehabt eigentlich. Hätte ich das vorher gewusst, dass die so viel wert sind, dann wäre ich da viel früher eingestiegen. Das ärgert mich jetzt echt ganz schön. Hätte ich das echt mal früher gewusst. So, der ist zu Hause, das ist nicht so geil. Ich restauriere mal eine der Wohnungen schnell. Renovieren. Und vermieten. Ach, wir haben nur noch den Typen. Okay, das heißt, langsam gehen uns echt die Mieter aus. Was haben wir denn hier noch? Achso, das ist nur die Festnahme. Okay, da kommt der neue Nachbar. Warum ist die denn noch zu Hause? Der ist doch auch noch zu Hause. Ja genau, der schläft. Aber die könnte... Unten ist auch keiner mehr, ne? Okay. Ich will die Tür durchgucken, so. Oh, die ist ja immer noch zu Hause, die Alte. Wir müssen da endlich mal reinkommen. Okay, hier geht jetzt was essen. Das könnte unsere Chance sein. Da liest wieder einer. Ach Gott, bleib doch nicht hier an dem Schild stehen, Alte. Ein bisschen zumindest über sie herausfinden. Oh, ein Messer hat sie. Interessant. Wir müssen ein bisschen hier den Gang im Auge behalten. Sonst überrascht ihr uns hier nachher in der Wohnung. Das muss ja nicht unbedingt sein. Aber ich fürchte, dass ich hier nicht wirklich neue Sachen finden werde. Das ist das Problem. Aber ich werde dann bei ihm dann demnächst einsteigen. Oh oh, sie kommt wieder. Schnell, beeil dich. Ach toll, die geht zur Arbeit. Will die mich jetzt verarschen? Aber die hatte irgendwas Giftiges. Anscheinend wollte ihre Mutter selber vergiften. Zumindest sah das jetzt gerade für mich so aus. Gucken wir nochmal. Da. Und
schreiben wir einen Bericht und dann gucken wir mal, ob wir sie rausschmeißen oder nicht. So, der ist gerade am Essen. Das heißt, da können wir nicht unbedingt. Dann schreiben wir über die aus Wohnung 4 schon mal. Zack. Sie heißt Dora Neu. Wieso sind denn hier keine Beweise? Hä? Ich probiere es jetzt trotzdem mal. Wohnt allein, Beruf. Scheiße, was ist hier denn für ein Beruf? Musiklehrerin, okay. Ne, die Sache kann ich nicht reinziehen. Schade. Das ist echt schade. Ist er zu Hause? Sieht danach aus, als wäre er... Was will der an der Waschmaschine? Gucken wir mal hier rein. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht schon nach Hause. Nee, das ist nur sie. Okay, er hat Tabak. Sehr interessant. Okay, was haben die miteinander zu schaffen? Das frage ich mich gerade. Die beiden hängen öfters mal zusammen. Okay, also über ihn können wir jetzt auf jeden Fall auch schon mal was schreiben. Bibliothekar ist er. So. Ich hätte vielleicht bei ihm in die Wohnung, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu knapp gewesen. So. Wie heißt denn der Otto überhaupt? Margaret. Okay. Ist männlich. Familienstand alleine und ist Bibliothekar. Senden. Was? Ach, das ist echt eine Frau? Der sieht aus wie ein Typ. Klar, Name eher weiblich, aber man weiß ja nie in dieser bekloppten Welt. Zack. Sehr schön. Okay, der ist zurück in seiner Wohnung. Ich guck mal vorsichtig, aber der eine wollte irgendwas an der Waschmaschine. Nicht, dass da was drin ist. Das kommt mir nämlich ein bisschen suspekt vor. Okay, da ist nichts. Der telefoniert schon wieder. Oh. Das war gar nicht so verkehrt. Das heißt, über ihn können wir dann doch was schreiben. Profil. Er ist der Albert. So, haben wir den Albert Dahmann doch. Wohnt in die 3. 3, nicht 4. Männlich, Familienstand alleine. Arbeitslos. Arbeitsloser, der sich eine Wohnung leisten kann. Das ist schon sehr interessant. So, jetzt brauchen wir nur noch einen Bericht. Was ist denn, wenn ich jetzt repariere? Kann ich da einen... Es gibt die Münze... toll. Habe ich also quasi umsonst gerade repariert. Ich werde es einfach mal probieren. Bringt ja nichts. Ich brauche noch einen Bericht. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier alles im Auge behalten. Ich wusste doch, dass der da hochkommt. Schläft schlecht. Ja, so toll. Über wen brauchen wir denn jetzt noch was? Beziehungsweise haben wir was über Alois Speck, haben wir schon alles rausgegeben. Über den haben wir schon.
Über den, über... Na, über sie könnten wir noch einen Bericht schreiben. Gucken, ob die das akzeptieren werden. Als fünften Bericht, weil das ist ja eigentlich dieselbe Person, über die wir eben schon mal geschrieben haben. Probier es einfach mal. So, Noelle ist das. Die wohnt in Wohnung 4, ist immer noch weiblich und immer noch alleine und ist immer noch eine Musiklehrerin. Hat das gereicht? Ja, hat gereicht. Sehr schön. So, was war das denn hier? Liefern Sie Beweise, dass der General der Schlechter von Akloff ist. Ja, wie soll ich das denn bitte beweisen? Aber der quatscht manchmal mit dem einen Typen, der hier wohnt. Ist der überhaupt zu Hause? Ja, der ist zu Hause. Werde ich mal mit dem sprechen. Vielleicht, obwohl, sprechen tut er ja sowieso nicht. Aber vielleicht kann er mir doch irgendeinen Hinweis geben. Das wäre zumindest nicht verkehrt. So, über den Anruf sprechen. Sind Sie... Sie sind nicht stumm. Ich kann es beweisen. Ich bin es so leid, Karl. Ich bin nicht dumm, aber ich habe viele Gründe, das geheim zu halten. Ach komm, die wahre Geschichte. Erzählen Sie mir Ihre Geschichte und erzählen Sie die Wahrheit. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihnen vertrauen kann, aber ich glaube, ich habe wohl keine andere Wahl. Mein richtiger Name ist in der Tat Albert Meinecke und ich bin hier im Auftrag meines Landes. Zu welchem... In welchem Zustand? Valverde. Was? Wir liegen mit Valverde seit 40 Jahren im Krieg. Ich bin hier, um diesen Krieg zu beenden, Karl. Und wie genau soll es helfen, dass Sie so tun, als seien Sie stumm? Sehen Sie, Karl, dieser Krieg wird von beiden Seiten unterstützt, nur um die Regierung reicher zu machen. Aber, unterbrechen Sie mich nicht, niemand kann sich noch daran erinnern, warum der Krieg damals begonnen hat. Aber er schafft Fabriken und Minenaufträge und ermöglicht es, die Oppositionellen aufs Schlachtfeld zu schicken und dort zu begraben. Der einzige Weg, das Ganze zu beenden, ist es, einen ultimativen Vorteil zu haben. Und ich spreche hier von der Atombombe, Karl. Was für eine Bombe? Sehen Sie, Sie wissen nicht einmal, wovon ich rede, und Ihr Land hat sie. Aber anstatt zu drohen, es zu benutzen und damit den Krieg zu beenden, zieht es Ihre Regierung vor, sich ruhig zu verhalten und die Menschen in den Tod zu schicken. Und wenn wir sie haben, werden wir diese sinnlose Gewalt in einem Tag beendet haben. Deswegen lässt man die Bombe auf uns fallen? Ihr Einsatz steht nicht zur Debatte, Karl. Sie wird keinen Stein auf dem anderen lassen. Das ist nicht das, was wir brauchen. Der Ingenieur Bastian Wallner sucht eine Wohnung in diesem Stadtteil. Er hat Zugang zu den Plänen, deswegen bin ich hier, Karl. Lassen Sie ihn bei sich einziehen und helfen Sie mir, an die Pläne zu kommen. Haben Sie den Verstand verloren? Es ist meine Pflicht, Sie sofort zu melden. Das wird den Krieg beenden, oder glauben Sie, dieses Massaker endet von selbst? 40 Jahre lang zermahlen Sie unsere Kinder zu Brei. Also, wäre es nicht besser gewesen, Kleidung und Töpfe herzustellen, statt Schießpulver, Patronen und Särge? Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Werden Sie mir helfen? Ja, ist jetzt natürlich die Frage, verraten wir quasi unser eigenes Land und melden ihn? Oder quasi helfen wir ihm, um die theoretische Chance zu haben, diesen Krieg zu beenden, wenn er dadurch an die Pläne kommt? Aber natürlich muss man auf der anderen Seite sehen, wenn wir ihm die Pläne geben, kann quasi sein Land auf unser Land was schmeißen. Das ist jetzt echt gerade eine schwierige Entscheidung. Aber ich könnte notfalls ihn ja trotzdem ans Messer liefern. Darum, ich werde ihm erstmal helfen. Wir können uns ja immer noch entscheiden, was wir machen. Okay, aber versprechen Sie mir, dass die Bombe nicht zum Einsatz kommt.
Ich schwöre bei meinem Leben. Sie werden etwas wirklich Gutes tun. Okay, ja, wir haben ja eh eine Wohnung frei. Bevorzugt an der Küste. Ja, egal. Ist ja eh der einzigste. Über die Pläne sprechen. Was für Pläne noch einmal? Die Pläne der Atombombe, Karl. Sie werden mir helfen, diesen sinnlosen Krieg zu beenden. Finden Sie einen Weg, um es von Bastian Wallner zu bekommen. Okay, ja. So, er fährt zur Arbeit, das ist gut. Jetzt dürfte auch schnell die neuen Mieter kommen für hier oben. Ja, sehr schön. Clara Wallmer und Bastian Wallmer. So. Dann gehen wir mal in die Wohnung rein, weil das müssen wir ja auch noch machen, schlechter von Aklov. So, gehen wir mal bis ganz hinten durch. Und schauen, ob wir hier irgendwas zu finden haben. Zack. Da ist nichts. Ansonsten muss ich mal mit ihm quatschen, vielleicht. Aber es sieht momentan echt danach aus, dass wir hier nicht wirklich viele Beweise finden. Wie viel braucht man eigentlich für ihn? 60.000 oder so, ne? Da haben wir auch nur gerade mal die Hälfte zusammen. Ah, da haben wir es doch. Das heißt, wir könnten quasi ihn anrufen gleich. Was haben wir hier? Geldbörse. Nee, stehlen brauchen wir davon eigentlich nichts. Können wir eigentlich nichts mit anfangen. So, und noch hier reingucken, dann haben wir zumindest alles nachgeschaut. Okay, so, dann gehen wir mal. Ich weiß gar nicht, müssen wir das am Telefon machen? Ich mach's einfach mal. Nummer wählen. Ruf Dayton an. Das ist der Beweis, den wir brauchen. Ich habe einen Ort für die Teilnahme an dieser Operation gefunden. Verdammter Schlechter. Es ist schwer, Sie darum zu bitten, Karl, aber Sie müssen uns helfen, dieses Monster loszuwerden. Sind Sie wahnsinnig? Karl, harte Zeiten erfordern harte Maßnahmen. Es wird nicht aufhören, er wird weiterhin so tun, was er am besten kann, diejenigen loszuwerden, die anders denken. Nach den methodischen Handbüchern, die wir haben, haben seine Methoden sich in eine eigene Wissenschaft verwandelt, okay? Das gegen friedliche Bürger, Studenten, es sind Kinder, Karl. Das stimmt. Vielleicht haben sie recht, aber ein Mord? Es gibt kein Omelett ohne Eier zu zerschlagen. Er darf nicht weiterleben, um Reden vor Schulkindern zu behalten. Er ist ein Monster. Werden sie mir helfen? Naja, wir haben ja unser Land eh schon verraten, beziehungsweise wir geben ja quasi in einem anderen Land schon Informationen und diese Zelle, mit der wir gerade telefonieren, die will ja auch den Krieg quasi beenden, indem die Führer gestürzt werden. Wenn natürlich die Führer gestürzt werden und auf der anderen Seite das eine Land auch noch, dann könnte es dazu führen, dass wir wirklich keinen Krieg haben. Deswegen nehmen wir mal den Mord an. Ich kann kaum glauben, dass ich das sage, aber okay, was wollen Sie von mir? Sie tun das Richtige, Karl. Vertrauen Sie mir, es ist die richtige Entscheidung. Wir haben wenig Zeit, sodass ich nur drei Wege sehe, um ihn auszuschalten. Ihn zu vergiften wäre der einfachste Weg und ohne großes Risiko. Man wird sagen, dass es ein Unfall oder ein Versehen war. Jeder weiß, dass er ein Vielfraß und ein Alkoholiker ist. Das Problem ist, dass wir keine Zeit haben, um das richtige Gift zu finden. Welche anderen Wege? Es gibt einen anderen Weg, aber er ist riskanter. Sie müssen die Schlechter zur Hausecke locken und unseren Attentäter wird dort übernehmen. Was ist, wenn er es nicht schafft? Johnson wird mich verraten. Er wird nicht daneben schießen. Er hat wegen Johnson zwei Söhne verloren. Er ist schon da. Alles, was sie tun müssen, ist sicherzustellen, dass der General auch dort ist. Es gibt einen dritten Weg. Er ist der effektivste, aber er wird Konsequenzen für sie haben. Sie sollten ihm eine Kiste mit einer Bombe bringen. Johnson wird ein wertvolles Geschenk von seinen Fans nicht verweigern, verstehen Sie?
Ja, er ist sehr ambitioniert, soweit ich weiß. Stimmt, es wird eine Explosion in ihrem Hause geben, aber nur in seiner Wohnung. Und wir werden für die Schäden aufkommen, so gut es geht. Ich werde Ihnen das Explosivgeschenk geben, aber es bleibt Ihnen überlassen, den richtigen Weg zu wählen, um mit diesem Abschaum fertig zu werden. Denken Sie daran, wir haben nicht viel Zeit. Er wird bald weg sein. Okay. Unser Mann wird Ihnen die Kiste an der Häuserecke überreichen. Ja, an welcher? Das Haus hat zwei Ecken. Ist er das? Das könnte er sein. Wir sollten nicht reden. Kommen Sie ein Geschenk für mein Idol? Okay. Sehr schön. Gehen wir mal nach oben. Sind die zu Hause? Ja, der steht direkt hinter der Tür. Ach, da ist er ja schon. Mit dem will ich doch eigentlich quatschen. Wie, du willst nicht mit mir sprechen? Was bist du für ein Kacknoob? Ansprechen. Hallo, ich bin Karl, der Hausmeister. Habe ich mit dem noch nicht gesprochen? Errol Johnson, General im Ruhestand. Hier, um den patriotischen Geist unter den Jugendlichen zu stärken. Wie lange werden sie bleiben? Ich halte mehr Reden und Vorträge und dann ziehe ich weiter, um diese Massen zu erziehen, wissen Sie? Meine Hauptaufgabe ist, die Treue zu unserem großen Staat und die Ideen unseres geliebten Anführers zu vermitteln. Ihre Ankunft ist eine große Ehre für mich. Die letzte Rede soll im Stein und vor den Schulkindern gehalten werden. Kommen Sie mit Ihren Kindern. Wir haben einen neuen Entwurf des Programms bekommen, von der Schulbank zum Schlachtfeld, der schnelle Weg, aus Kindern echte Männer zu formen. Ha ha ha, unsere beiden Kinder sind tot. Über den Krieg sprechen. Werden wir Ihrer Meinung nach dem Krieg gewinnen? Auf jeden Fall. Ich habe eine Rede mit patriotischen Almuni-Lagern gehalten. Sie hätten das sehen sollen. Alle in bester Form, die Augen voller Feuer, bereit zu kämpfen, wissen Sie, wie junge Hunde. Ein bisschen Training und wir bekommen einen Trupp von echten Schlechtern, Kriegern. Ich meinte Kriegern. Okay. Ich will weiter mit dir quatschen, hallo? Ja, aus der Wohnung ist er ja schon. Errol, ihr Champagner wurde geliefert, aber es gibt verschiedene Sorten. Ich bin kein Experte. Könnten Sie herauskommen und entscheiden, welche ich zu Ihnen bringen soll? Das ist leicht zu lösen, Karl. Bringen Sie sie alle herein. Leider ist das nicht möglich. Ein Teil dieses Champagners ist für den Minister gedacht. Wen interessiert das? Warum es nicht hierher bringen? Und ich werde wählen, wissen Sie? Ich bestech den. Übrigens wurde vor einer sehr hübschen, wenn auch eher schüchternen jungen Dame geliefert, einer großen Bewohnerin von Ihnen. Ich versprach ihr, ein Treffen mit Ihnen zu ermöglichen. Hier ist Geld für die Blumen, falls Sie interessiert sind. Das hätten Sie sagen sollen. Ich mag die Jugend. Ho, ho, ho. Das wird jetzt gleich lustig. Okay. Er hat ihn abgestochen. Sehr schön. Okay, ja, damit ist der General tot. Und, ja, ich würde sagen, wir machen dann an der Stelle auch erstmal Schluss. Gleich wird dann die Polizei kommen und ihn abholen. Und, ja, das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Von daher würde ich sagen, machen wir hier Schluss, wie gesagt. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Also, haut rein, Leute.